Ja, Gashok. Damit hätten unsere Helden auch nicht gerechnet, dass sie so schnell wieder hierher kommen. Aber gut, hilft nichts. Und vielleicht ist es auch gar nicht so eine schlechte Idee. Also zum einen um den... Hat die Taverne noch auf? Zwerge kriegen hier nichts. Also ja, zum einen um noch eventuell ein Krankheitselixier zu kaufen. Dass, falls wieder sowas passiert, wir nicht gleich zum nächsten Dörfchen rennen müssen. Beziehungsweise Stadt sogar. Und zum anderen, um noch ein wenig Ausrüstung zu kaufen. Vor allem Werkzeuge. Weil Tirik ist der Meinung, wenn wir jetzt in eine Mine steigen sollten, sollten wir auch Werkzeuge dabei haben. Also gerade sowas wie: Fahrt ein oder verpisst euch, schnauzt euch der Wirt an. Wir setzen uns an die Theke. Und trinken Milch. So, dürfen wir jetzt in Ruhe Milch trinken? Danke. Also, gerade wenn wir in die Mine gehen, brauchen wir unbedingt Werkzeug. Sowas wie Hammer, noch ein extra langes Seil, ein Brecheisen, eine Schaufel, Zunderbüchse, all so ein Krimskrams. Und das sollten wir dann hier gleich auch einkaufen. Nebenbei können wir noch ein wenig Geld verdienen. Und zwar mit einer tanzenden Myrrhe, mit einer musizierenden Jallen. Einer sich verdrehenden Gwendolin. Gwendolin? Oh, sind keine Gäste mehr da? Nö. Okay, dann gehen wir auch wieder. Aber vier Dukaten haben oder nicht haben. So, wo war jetzt eine Herberge? Gucken wir halt auf die Rikskarte. Herberge Dach und Fach. Das war jetzt hoffentlich nicht die, wo wir aus den Betten geschliffen wurden. Ich glaube, das war die andere. Einmal Einzelzimmer für eine Nacht. So. Keine Meute, die uns rausholt. Sehr gut. Dann gucken wir, welchen Tag wir haben. Wir haben Winstag. Werden wohl doch noch ein wenig länger hier bleiben müssen. Und hattest du die Krankheitselixiere? Antikrankheitselixier, 10 Dukaten. Da könnten wir uns zwei Stück von leisten. Ah, die Kettenhemden sollten wir eigentlich mal anziehen, fällt mir gerade mal so auf. So, ich wollte gerade sagen, die Kettenhemden können wir ja schön verkaufen, aber nee, 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 nee. Unsere beiden Jungs brauchen die ja noch. Also können wir die beiden Lederharnische verkaufen. Sonst haben wir aber kaum was zum Verkaufen und wir brauchen immer noch den Kurzbogen hier. Und wir brauchen immer noch das ganze Werkzeug. Also nee, wir kaufen nur ein Krankheitselixier. Feilschen Gwendolin. 11%. Oh, haben oder nicht haben. So, dann verdrücken wir uns in irgendeine Ecke. Verbringen da ein paar Stunden mit Nichtstun. Also Ausrüstung fliegen und dergleichen. Und gehen in die nächste Taverne. Da tanzen wir dann wieder ein bisschen, musizieren ein wenig, um unsere Geldvorräte aufzupäppeln und hoffen, dass morgen Preiostag ist. Wir schlafen 8 Stunden. So, wie spät haben wir es? 17 Uhr. Das klingt ja nach einer guten Zeit. Da war die Herberge, da war noch eine Herberge. Und hier müsste eigentlich Taverne sein. Die keine Zwerge will. Richtig. Diese Stadt hat echt nichts dazu gelernt. Hier war das, richtig. Wir würden uns gerne in die Theke setzen, eine Kanne Tee trinken und Jallen musizieren. Sehr schön. Gwendolin Akrobatik und Myrrhen tanzen. Sehr schön. Gleich wieder raus. Zurück zur Herberge. Und dann hoffen, dass es morgen soweit ist. Die hier war das. Zack. Schlafen. Einzelzimmer. Eine Nacht. Schlafen. Jo. Raus hier. Nee. Heute ist Erztag.
schlafen einfach nochmal. So. Markttag. Aber ist der falsche Markttag? Wir verprassen jetzt unser ganzes Geld, das wir gerade in der Taverne verdient haben, nur um hier die Zeit rumzukriegen. Preiostag, ne? Also. Waffenhändler war hier. Wir würden gerne was verkaufen. Und zwar Geogon. Kurzbogen, Lederharnisch, Lederharnisch. Sonst eigentlich nichts. Nee, ihre Sachen lassen wir in Ruhe. 37 Dukaten. Nee. Falschen. Oh. Talana hat 21% der Falschen können. Okay. Wollte sie wohl mal ausprobieren. Oh, mit ihrem bösen Blick hat das bestimmt ganz gut geklappt. Können wir noch irgendwas Besonderes bei dir kaufen? Oh, Plattenzeug. Und Schuppenpanzer und überhaupt. Aber wir haben kein Geld. Nee, tut mir leid. Andern Mal vielleicht. So, und jetzt bräuchten wir noch einen Gemischtwarenhändler. Nee, kein Kräuterhändler. Gemischtwaren. So, Tirik, was hättest du denn gerne? Tirik hätte gerne... Laterne, nein. Ein Hammer. Er hätte gerne ein Seil. Ein Zunderkätzchen. Ein Schleifstein, okay. Wurfhaken, nee. Schaufel, ja. Brecheisen. Spitzhacke. 7 Dukaten. Falschen. Quendeln. 25%, sehr gut. Raus hier und das alles gleich mal Tirik in die Hand drücken. Weil die anderen zu schnell überladen sein werden, denke ich mal. Ja, obwohl Tirik ist auch gleich an seiner Grenze. Jo, 1995. Der Rest, sie ist überladen. Das Proviant kann weg. So, 5, 5, 5, 7, 5, 5. Nicht ideal, aber es klappt soweit. Sehr schön. Wir haben das Krankheitselixier. Wir haben Tiriks Werkzeuge. Es ist niemand mehr krank. Anscheinend. Vielleicht wurde sie durch die Krankheit auch verkrüppelt und ich habe das gar nicht mitbekommen. Das wäre jetzt nicht so schön. Aber die Fähigkeiten sehen immer noch, die Attribute sehen immer noch sehr gut aus. Also selbst wenn da irgendwo was permanent abgezogen worden wäre, wäre es zu verkraften. Das heißt, wir können wieder nach Süden. Wir haben jetzt zwar einiges an Zeit verloren, gute 2 Wochen. Aber dafür sind wir jetzt besser vorbereitet. Und wir wissen auch, wo wir ungefähr suchen müssen. Nämlich vom Zwergendorf aus direkt südlich. Wir würden gerne nach Süden. Wir würden gerne nach Osten eine neue Strecke erkunden. Also dann hier zu der Kreuzung da hinten kommen. Das wäre noch ganz schick. Schlafen, jo. 5 Tanilien, 2 Wirselkräuter. Ja, sehr schön. Na, was ist denn da los? Bloß irgendwelche Tiere. Ja, wäre auch ärgerlich, wenn nicht. Wir hatten schon genug Stress auf dem Weg nach Gashok. Auf dem Weg zurück können wir das nicht unbedingt brauchen. Na, weiter marschieren. Schlafen, jo. Keine Kräuter. Und irgendjemand ist eingeschlafen. Hier müsste irgendwo das Dorf gewesen sein. Da sind wir ja gar nicht so weit weg gewesen. Oh, ich sehe gerade, Jalen ist krank. Sie ist krank geworden und sofort hat sie das verschlimmert. Unterbrechen. Ich würde gerne bei den ersten Anzeichen einer Krankheit schon eingreifen, aber es geht wohl nicht. So, du gibst bitte mal hier die Einbeeren. Talent anwenden, Krankheit heilen, Jallen. Blaue Keuche. Ohne die Hilfe eines Heilers, ja nee. Antikrankheitselixier, Jallen. Antikrankheitselixier, trinken. Jallen ist wieder in Ordnung. Oh. Jallen ist auch total überlastet. Selbst
Nee, wenn die Krankheit nicht da wäre, wäre sie nicht überlastet. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegen die blaue Keuche ja auch immer nur, weil sie total überladen sind wegen den ganzen Proviantpaketen und dementsprechend auf der Reise zu viel Belastung haben. Ich sortiere die trotzdem mal fast alle aus. So. Oh, sie ist auch krank. Nee, doch nicht. Jallen. Ich hätte schwören können, ich hätte gerade noch jemand mit Rot gesehen. Aber na gut. Jetzt weiterreisen. Und unser Krankheitselixier, das wir eigentlich nur auf Vorrat kaufen wollten, ist jetzt schon wieder weg. Super. Ein jämmerliches Quietschen erweckt eure Aufmerksamkeit. Am Wegesrand hat sich ein Otter in einer Wildfalle gefangen und schaut euch aus braunen, flehenden Augen an. Sein Gewinsel ist wirklich steinerweichend. Wollt ihr weitergehen, das Tier befreien oder es häuten und verspeisen? Wir befreien das Tier. Füllen unsere Wasserschläuche auf, sehr gut. Schlafen. Krankheit überwunden. Ja, hat auch mal eben 10 Dukaten gedauert, gekostet und sie findet gleich richtig viele Kräuter. Schöne Sache. Vor allem auch Belmatblätter, die würden ja sonst 15 Dukaten das Stück kosten. So, Routenplanung. Wir würden gerne nach Süden, nach Westen. Ich glaube, hier mussten wir nach Süden. Und hier ist eine neue Strecke. Ah, okay. Hier ist das Dorf, sehr gut. Also wir gehen gerade genau die gleiche Strecke wie vorher. Und das merkt man auch an dem Waldschrat. Wir sind wieder im Gebirge, also sollten wir nicht nachts wandern. Ein Wirselkraut, sehr gut. So, und hier irgendwo haben wir letztes Mal Halt machen müssen. 2 Krötenschemel. Ich glaube, ja, hier. Der Pfad führt weiter in die Schlucht, deren Wände recht steil ansteigen. Stellenweise habt ihr Schwierigkeiten voranzukommen, weil von den Seiten Geröll und Steine auf den Weg gerutscht sind. Schnell zurück, brüllt Mirram und macht auf dem Absatz kehrt. Reflexartig dreht ihr auch um und rennt los. Hinter euch stürzen von oben gewaltige Steine und Geröllmassen in die Schlucht und verschütten den Weg. Der Lawine seid ihr glücklich entkommen, doch bleibt euch nur der Weg zurück. Oh, okay. Ärgerlich. Aber da müssen wir halt einen Weg drumherum finden. Denn es soll ja südlich des Dorfes sein, die Stadt. Stopp, wo willst du hin? Umdrehen. Warum kann ich an der Kreuzung da nicht Südosten auswählen? Stopp, Reiseoption. Umdrehen, stopp. Reiseoption. Geplante Route der nächsten bekannten Kreuzung abbrechen. Okay. Schlafen. Und Säbelzahntiger. Aber nur 3 Stück. Und wir haben volle Astralenergie, also berechnen wir einfach mal. Oh, unsere Söldnerin hat ein bisschen was abbekommen. Aber das können wir gleich wieder hochheilen, das passt schon. Die nächste Kreuzung erreicht. Und jetzt können wir auch auswählen, wohin wollen. Das war eben echt ganz schön komisch. Also würden gerne nicht nach Süden, da ist der Weg blockiert, sondern wir würden gerne nach Südosten, dann nach Südwesten und dann gucken, was passiert. Ich hoffe ja, dass da irgendwo noch Abzweigungen sind. Der Weg wird immer schmaler und der Abgrund immer tiefer. Das ist nicht gut. Wir suchen einen Lagerplatz. Und verärzten dann erstmal die Kurima. Talent anwenden, Wunden heilen, Kurima. 13 Lebenspunkte, sehr gut. Und speichern dann hier auch mal ab. Neu. Jo, LP 068. Und wir sehen uns gleich wieder.